Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin stinke sauer. Wirklich, so rasend war ich schon lange nicht mehr, denn ich habe vor mehreren Wochen, fast schon Monaten etwas bestellt. Das ist nicht angekommen, dann ist es zurückgegangen, dann kam es wieder, dann ist es zum Zoll und hier, jetzt ist es da. Ich habe heute eine komplette neue Make-up-Kollektion von Make-up Revolution, die mich persönlich Tatsache das erste Mal so ein bisschen angesprochen hat. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Tee. Wir haben eine der größten Lidschattenpaletten, die ich jemals gesehen habe. Wir haben krasse Liquid Lipstick, optisch zumindest, Mascara, wir haben einen Beauty Sponge und wir haben Liquid Eyeshadows. Wir werden heute einen Look schminken. Allerdings gibt es dieses Mal so ein kleines Add-on, denn ich bin ehrlich, ich habe gar keine Ahnung von Game of Thrones. Wir haben jetzt erst angefangen mit der ersten Staffel, sind bei Folge 4. Deswegen habe ich mir jemanden dazu geholt, der wirklich Game of Thrones studiert hat. Und das ist niemand Geringeres als Danny. Danny hat Game of Thrones studiert. Falls ihr den nicht kennt, das ist mein Verlobter. Die meisten von euch werden ihn aber mit Sicherheit schon kennen. Freust du dich? Ja, ich bin immer der elastischere von uns beiden, Freunde. Herzlich willkommen hier auf Maxims Kanal. Ich freue mich, dass ich hier bin nach so langer Zeit. Ich habe ein Katzenhaar in die Menge geworfen, um euch alle zu begrüßen. Haben wir jemals schon mal hier zusammen gedreht? Nein, wir haben, glaube ich... Wir haben nur Fotos gemacht hier. Ich glaube auch nicht, dass wir dieses Jahr überhaupt schon mal zusammen gedreht haben. Doch, haben wir schon. Aber jetzt bin ich hier und das ist gut, weil wir werden nämlich heute gemeinsam Game of Thrones reacten und uns hier schminken und ich werde euch alles erzählen. Es gibt einige Dinge, die sind ziemlich schlecht, es gibt wenige Dinge, die sind ziemlich gut, so wie es oft im Leben ist, Freunde, und es gibt was zu gewinnen. Absolut, ihr kennt es und wir freuen uns darüber auch und diesmal haben wir uns wirklich was ganz Besonderes ausgedacht. Anstatt vielen Gewinnspielen in jedem Video wollen wir euch wenige, aber dafür durchdachte haben, die auch für viele erreichbar sind und deswegen darfst du einmal erklären, wie es funktioniert. Ihr habt die Möglichkeit, heute hier bei Maxim zwei coole Sachen zu gewinnen. Es werden insgesamt 5 Teilnehmer ausgelost. Wir haben einmal die alte Palette von Maxim und Catrice und die neue. Die alte, die ist sowas von weg. Die könnt ihr bei eBay für 500 Euro ersteigern. Ihr kriegt sie bei uns aber umsonst. 5 Leute können beide Paletten gewinnen. Und dazu müsst ihr nur eine ganz, ganz Kleinigkeit machen. Ihr müsst natürlich dieses Video schauen, Maxims Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann verlinkt euch Maxim meinen werten Kanal. Einmal oben, einmal unten. Irgendwo wird er sein. Und da ist heute auch ein Video online gekommen. Auch zu dem Thema Game of Thrones Make-up. Ich habe Maxim geschminkt. Und dort, Freunde, und dort müsst ihr Emojis sehen. Ihr kennt das schon. Und natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr beide Kanäle abonniert habt, sagt man Kanäle? Kanäle. Wenn ihr beide Kanäle abonniert habt, dann habt ihr die Möglichkeit mit zu gewinnen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Auf meinem Kanal gibt es auch 4-mal in der Woche Videos. Maxim ist auch meistens so mit dabei. Wir kaufen ein, wir gehen raus, wir machen all die Dinge, die wir hier im Make-up-Studio nicht machen. Wenn ihr wissen wollt, wie unser Privatleben wirklich ist, dann findet ihr wirklich alles auf Dannys Kanal. Ja. Wir nehmen euch überall mit hin. Wir diskutieren alle Probleme dort aus. Ja. Ein paar Kanal ja mittlerweile schon thematisch zum Großteil geworden. Ja. Und sehr, sehr spannend. Alle Teilnahmebedingungen sind für euch unten in der Infobox verlinkt. Schaut da also gerne bei Danny vorbei und lasst ein bisschen Liebe auf seinem Kanal. Die Kollektion ist aber nicht die erste Game of Thrones Kollektion von Make-up Revolution. Nee, es gab schon mal welche. Aber dann war es gibt auch parallel zu dieser schon wieder eine andere. Ehrlich gesagt, ich blick's nicht mehr. Und das ist auch das Problem, was wir in der Beauty-Community haben mit Make-up Revolution, dass alle 3 Tage irgendwas Neues rauskommt. Du hast das erste Teil schon gezeigt. Das fand ich echt süß, weil das ein extra angefertigtes Produkt war. Ja. Und zwar gab es das mit einem Beauty Sponge. Ich habe noch nie einen Beauty Sponge von Make-up Revolution getestet. Dabei ist aber ein Schwammhalter, wo man den Schwamm reinstellen kann. Total unnötig, aber trotzdem eine coole Idee. Total. Den werde ich jetzt ausprobieren und währenddessen kannst du gerne mal so ein bisschen über Game of Thrones berichten. Boah, es gibt so viel zu erzählen. Ich denke mal, viele von euch werden natürlich Game of Thrones lieben. Und hier die erste Frage an euch, die ihr bitte in die Kommentare beantwortet. Was findet ihr besser? Die Game of Thrones früheren Staffeln 1 bis 8. Hier ist nicht wichtig, welche Staffel, sondern die frühere Game of Thrones Staffel oder die neue House of Targaryen. Was findet ihr besser? Ich werde mich dazu jetzt hier öffentlich lieber nicht äußern. Nicht, dass ich noch einen kleinen Dragonstorm bekomme. Das ist einmal der Schwamm. Der ist sehr, sehr weich. Wie gesagt, ich kenne die Make-up Revolution Schwämme tatsächlich noch gar nicht.
Aber Danny wird keine Foundation machen, deswegen mache ich das einmal schnell. Klopfst du dir wieder die Produkte ins Gesicht? Ja, ach, das geht schnell. Ich will einfach nur eine vernünftige Base haben. Er fühlt sich Tatsache nicht ganz so weich an, wie ich es gewohnt bin von Beauty Schwemm. Mhm. Er stinkt aber nicht. Das ist schon mal ein sehr, sehr... Was machst du den ganzen Tag hier unten? Ja, es gibt... Ich habe... Heute kam ein Paket an von Pinseln von einer Marke, von der, über die wir hier recht selten mehr sprechen. Und das stinkt. Das stinkt bestialisch. Das ist in Ordnung, wenn man sie wäscht. Aber beim Schwamm bin ich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen pingelig. Der arbeitet das Produkt recht gut ein, saugt jetzt auch nicht zu viel Produkt auf, ist halt ein Make-up-Schwamm. Ich bin eh so ein bisschen der Meinung, bei Merchandising-Produkten von Filmen, es gab ja auch von Friends und von Desperate Housewives und alles Mögliche. Aber ich habe damit trotzdem ein kleines Problem. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kauft euch diese Palette und ihr sagt, boah, das ist der letzte Shit, das ist so super. Und dann ist die Palette aber aufgebraucht, dann gibt es sie ja nicht mehr. Hm. Aber das ist das typische Beauty-Problem bei Limited Editions, dass das halt schnell ausverkauft sein soll, dass es, dass es weg ist. Auf jeden Fall gibt es hier richtig viel zu entdecken. Wir werden euch die gesamte Palette zeigen, die ganzen zusätzlichen Produkte. Maxim hat es ja schon erzählt, er hat sehr lange auf die Produkte gewartet. Das ging in den Zoll, das hat dann nochmal 90 Euro gekostet. Also das war wirklich ein sehr, sehr teurer Spaß. Und ich glaube, dass Maxim das auch ein bisschen mir zuliebe durchgezogen hat, weil er ganz genau weiß, dass ich Game of Thrones schon sehr mag. Ich habe sogar diese hölzerne Collectors-Edition mit den hölzernen Einschiebern, super schön. Die ist cool, ja. Die hat aber auch ordentlich Kohle gekostet. Und letztendlich, wo gucken wir Game of Thrones? Nicht über die tolle Collectors-Holzbox, sondern wir gucken sie über einen Streaming-Anbieter. Ja. Aber gut, das kann man halt dann sammeln und sich hinstellen. Und in 20 Jahren ärgert man sich, dass man mal 400 Euro für so eine blöde Collectors-Edition ausgegeben hat. Aber sie ist für die Ewigkeit, Freunde, sie ist aus Holz. Das stimmt. Ich mache einmal kurz meine Base fertig. Schwamm ist normaler Schwamm. Ich kann da jetzt nichts Krasses feststellen. Ist okay. Alright, die Base ist einmal drauf. Wie gesagt, ist völlig in Ordnung. Jetzt wird's aber spannend. Ich weiß, viele von euch lieben sowas. Viele hassen es aber auch. Was denn? Das hier. Oh. Das Schneidebrett. Schaut mal, Freunde, die Karte von Westeros, das ist quasi die Palette. Und ja, das ist Westeros. Und das ist das Interessante, dass genauso, ich habe nämlich schon mal geschmummelt, genauso auch die Farben eingeteilt sind. Was ich persönlich auf den ersten Blick total blöd finde, ist, dass nicht alle Farben Namen haben. Ja. Oder? Also, ich habe da gleich eine Meinung. Ja, warst du sie auch schon jetzt? Ja, ich habe sie auch schon. Also, schaut euch gerne mal die Farben hier mit an. Was man sieht, ist, die Palette ist riesengroß. Also, das ist so lang wie mein ganzer Arm. Das sind locker 60, 70 Zentimeter. Extrem groß, aber dafür auch eine Vielzahl an Farben. Was du jetzt gerade meintest, ist, dass nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Farben vielleicht benannt sind. Ich verstehe auch jetzt, warum. Es sind nämlich, also das wird Maxim nicht verstanden haben, weil Maxim die, die Serie noch nicht geguckt hat, noch nicht ganz, aber ich verstehe das. Du blendest es ja ein, ne? Ja. Also es sind ja viele, viele, also nüchternere Farben, sage ich mal. Und dann gibt es ganz intensive Farben. Mhm. Und das sind tatsächlich die Häuser, die relevanten Häuser in Game of Thrones und mit den jeweiligen Farben der Häuser, wobei zum Beispiel Winterfell ist blau. Das ist jetzt die große Frage, warum sollte blau die richtige Farbe sein? Ich hätte mehr so an so ein Schwarz gedacht, wobei da könnte man auch denken, das ist die Nachtwache, schwierig. Aber so ist es erklärt, dass, und so verstehe ich das. Hier, Königsmund, King's Landing ist orange. Also Beispiel. Das passt, ja? Es ist halt die, also dass die Farbe der Lannisters, wenn man jetzt über die Lannisters spricht, das ist rot und das haben wir hier bei bei Lannisport, da haben wir das Tatsache. Mhm. Sunspear ist Sonnenspear, da hätte ich tatsächlich ein schönes Gelb genommen. Also ich finde, bei den Farben hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen können. Das ist so meine Meinung. Dragonstone ist jetzt lila. Die werden sich was dabei gedacht haben. Weißhafen ist grün, auch das ist aus meiner Sicht nicht so sinnvoll. Old Town, das ist hellgrün. Also man hätte vielleicht ein bisschen die Farbe der Häuser anpassen können. Das passt eigentlich nur bei Lannisport. Aber ansonsten, mein Gott, wir wollen nicht gleich meckern. Es ist auf jeden Fall eine riesengroße Range an Farben, die ihr bekommt. Das finde ich jetzt schon mal schön. Wo hat man schon mal so viele Farben? Wie viele sind das? 48. 48 Farben. Die ist schon sehr neutral gehalten, hat aber, und das ist sehr, sehr selten, das möchte ich auch bitte einmal loben, es sind nicht nur eine Pop-of-Color-Farbe mit drin, sondern es sind wirklich ein paar mehr. Man hat aber eine Vielzahl, um spannende Looks zu machen oder um Basic-Looks zu machen. Eine Sache will ich euch dazu aber noch zeigen, das war nämlich nicht alles, was es für die Augen gab. Es gab nämlich noch das hier und das war eigentlich der Auslöser, warum ich das gekauft habe. Das sind Liquid Eyeshadows in Schwarz, in Silber und in Gold und die
sind recht spannend. Das ist halt nicht so ein klassisches Lidschatten-Merchandising-Produkt, sondern wirklich ein bisschen durchdacht. Und das finde ich wirklich gut. Das sind schon coole leuchtende Farben. Das sehe ich auch so. Ich hätte hier Tatsache mir die eine oder andere Benennung gewünscht, aber mein Gott, mein Gott. Wir haben euch mal ein bisschen näher rangeholt und schauen jetzt einfach mal, wie die Texturen sind. Und ich starte jetzt mit irgendeiner Farbe, die hier drin ist, weil die sind ja nicht alle benannt. Und ich starte jetzt auch mit irgendeiner Farbe, die hier drin ist und habe gar keine Ahnung, wie. Ich habe hier meinen kleinen Giacomo. Darf man den überhaupt noch zeigen? Ja. Meinen kleinen Giacomo-Spiegel. Du fängst gleich mit dem Schimmer an. Also, ich mache euch mal einen Look, der mich so ein bisschen jetzt an Game of Thrones erinnert oder der mich so ein bisschen inspiriert. Der wird Tatsache sehr, sehr dunkel und sehr, sehr intensiv, weil ich glaube, also das ist das, was ich damit assoziiere bis jetzt. Sehr dunkle Töne, viel, viel rote Töne. Das ist halt, das hätte auch eine Disney-Kollektion sein können, wenn ich ehrlich bin. Game of Thrones ist eine klasse Serie. Die Bücher sind natürlich auch phänomenal, wer sie gelesen hat. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr Team Bücher oder mehr Team Serie seid. Aber zum Abschalten ist natürlich so ein Buch auch was Schönes. Auch jetzt habe ich wieder das Augenproblem. Das habe ich schon wieder jetzt, da kann ich schon wieder nicht zwinkern. Was mir auffällt, ist, dass ich wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Farbabstufungen habe. Ich muss halt immer so ein bisschen schauen, weil das halt sehr, sehr viele sind. Aber ich kann zum Beispiel den dunkelgrünen Ton mit dem gräulicheren Ton ausblenden und habe dann recht weichen Blend. Also das will ich nicht kritisieren, dass hier zu viele Farben drin sind. Ich glaube, wenn man so eine Palette hat als Game of Thrones-Fan, dann ist das etwas, um was Schönes mitzumachen und auch eine Vielzahl an Looks zu machen. Weil das ist ja etwas, was wir immer stark kritisieren, dass es zu wenig Farben sind. Wie findest du es schon? Oh, es ist gut pigmentiert. Welcher Ton war das? Das ist Guldtown. Guldtown. Also die staubt ein bisschen die Palette, ne? Nicht alle Farben, aber die Blautöne stauben. Ich weiß gar nicht, ob sie vegan ist. Pressed Pigment sind es auf jeden Fall. Das heißt gepresste Gepresste Pigmente. Pigmente. Also steht jetzt nicht drauf, ob es vegan ist. Ich blende es euch ein, falls es so ist. Aber das ist bei Blautönen immer sehr, sehr schwierig, die nicht pudrig hinzukriegen, wenn sie vegan sein sollen. Farben sind schön, Freunde, schaut mal. Ich habe jetzt ein bisschen gemischt mit Winterfell und Guldtown. Und ich muss wirklich sagen, ich finde dieses Blau wunderschön. Also ich, no tea, no shade gegen dich. Mich? Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass du da mitmachst, weil wenn du die Farbe gut aufs Auge kriegst, dann ist die Farbe gut. Man kann mit der, also das finde ich jetzt persönlich, mit 48 Farben kann man wirklich eine Menge zaubern. Und sie war gar nicht so teuer. Ich meine sogar, dass sie gerade reduziert ist. Ich habe meine matten Shades benutzt. Ich will jetzt mal ausprobieren, wie dieser Liquid Eyeshadow in Schwarz funktioniert. Ich bin ja ein großer Fan von schwarzen Liquid Lipsticks. Schön. Und von schwarzen Lidschatten. Ihr habt so ein Liquid Lipstick-Füßchen hier dran. Es riecht nach nichts. Ich gebe mir das jetzt erstmal Geht es auf die Lippe? aufs Auge. Was soll ich schon sagen? Auf den Handrücken sehr, sehr deckend. Oh, was macht man damit? Auf die Augen geben. Aber da hast du doch gerade Farbe drauf gemacht. Ja, aber ich will ja ein Smoky Eye machen und das tupfe ich mir jetzt einfach mal. Ein rauchendes Auge. Bei Liquid Eyeshadows ist es immer so ein bisschen tricky, die schön aufzublenden. Der ist aber extrem deckend. Also das merke ich sofort. Und der trocknet auch recht schnell an. Und den verblende ich so ein bisschen. Es geht. Bin ganz überrascht. Ich überlege, was ich jetzt noch weitermachen kann. Ich habe ja schon wirklich zwei, drei Farben drauf. Ja, du könntest zum Beispiel den silbernen ans Inner Corner Das setzen. ist eine Sim. Den inneren Aber da Augenwinkel. habe ich ja schon die Farbe Gold reingemacht. Ach so, nur dann lass es. Aber ich muss ja noch irgendwas schminken. Du kannst an deinen unteren Wimpernkranz noch gehen mit einer Farbe, mit dem Pink zum Beispiel. Oh. Also das ist halt immer eine gute Möglichkeit, um schwarzen Lidschatten auch sehr, sehr deckend hinzukriegen. Mit einem Liquid Eyeshadow erst zu arbeiten und dann nochmal mit einem matten schwarzen Ton rüber zu gehen. Extrem gut. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe mir noch nie so viel Mühe gegeben wie heute. Ich bin wirklich konzentriert für euch, einen richtig guten Look zu machen. Und Freunde, ich muss es nochmal erwähnen, das Video auf meinem Kanal mit Maxim ist wirklich sehr, sehr lustig. Und die Ja. Paletten, die ihr dort gewinnt, die gibt es so gar nicht mehr. Wobei doch die zweite Kollektion Die gibt es zweite noch. gibt's noch. Aber die ersten nicht. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ich freue mich natürlich auch über jedes Abo, um die Ja. Familie zu vergrößern. Muss man ja Ja. auch Also, sagen. das ist ja wirklich das Schöne bei Dannys Kanal, dass wir dort einfach auch noch mal viel ungeschnittener sind. Teilweise, wenn wir die Videos auf Dannys Kanal drehen, ist da nie eine Schnittkante drin, Stimmt. weil wir da so offen reden. Also, ich muss sagen, ich liebe diesen schwarzen Liquid Eyeshadow, weil der sehr, sehr dunkel ist und nicht so schwierig ist auszublenden.
Ja, das ist, also ist es meine Lieblingspalette. Ja? Außer natürlich die von Maxim, die ist auch toll. Aber die, also ich finde, mein Gott, ich bin da so Verbraucher, so käuflich. Ich sage halt, das Game of Thrones ist cool. Da gibt es bestimmt auch die einen oder anderen, die sagen, die Game of Thrones ist kacke. Ja, aber dafür bin ich ja da, um die Qualität auch nochmal zu bewerten. Und da muss ich sagen, das ist wirklich Das nichts. kitzelt. Am Ja, und Auge. kitzelt immer ein bisschen. Entschuldigung, ich wollte dich Alles gut. unterbrechen. Und das finde ich gut. Und das ist Tatsache selten bei diesen Merchandising-Produkten, dass die wirklich gut sind. Ich gebe mir jetzt noch ein rotes Underei und benutze dafür die Farbe Lannister. Wobei mir die wahrscheinlich ein bisschen. Ja, die ist Sind wir pink. mal ehrlich, die Lannisters sind ja nun wirklich kacke. Freunde, jetzt will ich von euch wissen: Team Lannister oder Team Stark? Also jetzt was anderes nicht, nur die beiden. Ich glaube, Team Stark wird gewinnen. Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr den am unteren Wimpernkranz benutzt, lasst ihn kurz am Pinsel trocknen, bevor ihr dann den ausblendet, sonst läuft er euch in die Fältchen. Aber das ist schon krass. Also ich liebe diese Grungy Eye-Looks. Oh, du siehst aber gut aus. Warum machst du so einen schwarzen Look? Ja, weil ich den schwarzen Liquid Lipstick, Liquid Eyeshadow probieren wollte. Gehen wir heute noch auf eine Gothic-Party? Also der schwarze Liquid Eyeshadow ist phänomenal gut. Wirklich krass und tiefschwarz und der lässt sich als sehr, sehr gut einarbeiten. Ich will unbedingt noch den silbernen probieren als Eye-Topper. Dafür gebe ich mir den jetzt auch so ein bisschen auf den Handrücken. Ja, das ist wirklich nur so ein Topper. Also der ist jetzt nicht krass pigmentiert, aber halt dafür gut, um mit dem Finger. Ich habe mal gelesen, dass es immer unhygienisch ist, wenn man das mit dem Finger macht. Ja, du hast ja die Hände gewaschen vorher. Ja. Kannst du dir auch noch raufgeben? Wo denn? Vorne vielleicht, ein bisschen als Auf die Topper. Nase? Nee, auch nicht auf die Nase, nicht ins Gesicht. Silber oder Gold? Nimm Gold, das passt besser zu deinem Look. Dann frage ich halt unsere Lieblingscommunity, findet ihr, dass Danny ein bisschen was dazugelernt hat? Und ihr wisst, ich lese eure Kommentare. Schreibt Das gerne rein. stimmt. Schreibt gerne rein. Ob ihr der Meinung seid, ob Danny ein bisschen zugelernt hat. Ich bin der Meinung, ja, es ist wirklich schon ein bisschen schöner Hat geworden. er wirklich? Hat er wirklich? Weil, wenn wir mal auf einem Event sind oder so und dann ja ein paar Beauty-Mäuse treffen, dann kann Danny wirklich auch thematisch immer super. Der ist immer voll im Bilde. Okay, wir haben hier ein Abschminktuch und ihr seht, also der schwarze, man muss schon echt reiben, um den abzukriegen. Also Eyeshadow-Palette wirklich, wirklich gut. Muss ich sagen, bin ich überrascht. Es wird mit Sicherheit auch mal eine Farbe geben, die jetzt vielleicht nicht ganz so krass ist. Ich persönlich mag es aber. Ich habe ja schon gesagt, meine Meinung ist nicht so objektiv. Die ist halt tatsächlich ein bisschen von Game of Thrones beeinflusst. Ich finde die Palette gut. Ich verstehe die Farben, wie gesagt, zum Teil nicht so, aber das ist jetzt auch mein Ding. Also ich persönlich glaube daran, dass wenn jemand die Palette hat, kann jeder damit einen Look zaubern. Also man kann damit unendlich viele Looks zaubern aufgrund von 48 Farben. Wie teuer war die nur die Palette? Habe ich jetzt nicht im Kopf, so um die 30, 40 Das Euro. ist auch nicht viel Ist für nicht viel für, 48 Tage. ist wirklich in Ordnung. Wir Ja. haben Liquid Lipsticks, Oh ja. drei Stück. Und da finde ich die Namen wirklich ganz besonders. Ja, darf ich das erklären? Ja. Wir haben einmal den Liquid Lipstick Cersei Lannister. Ihr wisst, das ist ich darf die Ausdrücke nicht sagen. Und ich will nicht so viel spoilern, aber also es gibt, glaube ich, nicht viele, die sie mögen. Ich sage nur Schande. Dann haben wir, nicht rausschneiden. Nee. Dann haben wir Daenerys Targaryen. Passt der Ton dazu? Also, Schwarz? Ja? ja, also ich habe sie selten, also zum Schluss sieht man sie sehr viel in Schwarz, von Okay. daher, wenn man, ist ja das Besondere, dass sie zum Schluss kam, von daher würde ich sagen, das passt schon. Auf jeden Fall passt das Rote sehr zu Cersei Lannister, das passt definitiv. Und als nächstes haben wir, das fand ich ein bisschen merkwürdig, Tatsache, Arya Stark, Ist die Kleine? das ist die kleine Maus, die Ja, mit dem Ritter. Stock. Ja, genau, das ist die kleine Maus. Warum die ein eigenes Produkt bekommen hat, habe ich jetzt nicht unbedingt verstanden. Hätte es auch ein schönes Jon Schnee geben können zum Beispiel. Ja, aber gut, hat sie sich wahrscheinlich verdient. Möchtest du die Farbe gleich benutzen? Wo kommt die rauf? Auf Auf die die. Lippen. Ich würde so gerne. Ach, schwarz nimmst du, Ich oder? nehme bei, also ich nehme ein bisschen Nee, Schwarz. ich nehme Schande. Das sind Liquid Lipsticks, ein sehr, sehr großes Packaging. Was mich stört daran, ist das Füßchen. Das ist also ein XXL-Concealer-Füßchen. Du hast keine Präzision damit. Sie riechen aber ganz gut, ganz leicht. Aber die verschmieren nicht. Kritik, er ist, das Füßchen ist viel zu groß für ein Liquid Lipstick. Oh, ich muss heute einkaufen gehen. Was denken denn die Leute, was das da für ein Typ ist? Das sind wieder die Stadtkinder, sagen die dann, die aus Berlin. Also Deckkraft war von dem sehr gut. Ich will jetzt gleich noch mal so ein bisschen, es wird jetzt total viel, Oh. so ein bisschen reinmischen. Weil die Farbe der Lannisters ist ja rot-gold. Von daher. Aber die ist ein bisschen cakey, die Farbe, ne? Cakey. Sagt man es nicht bei euch? Ja, ein Lippenstift kann nicht cakey sein. Da sieht es aus, als ob ich gerade wieder mit Senf gegessen habe.
Wir haben noch was anderes. Ja, da freue ich mich. Eine Mascara. Ich gehe einmal schnell rüber, bei mir werdet ihr nicht so viel sehen. Das ist jetzt eine recht basic Mascara. Also da stand jetzt nichts irgendwie Besonderes drauf. Das Packaging ist ganz süß, das ist so ein bisschen an den Drachen angepasst. Aber die macht jetzt nicht so Tremelashes. Sie macht einfach die, die da sind. Also ich finde die Verpackung sensationell mit den Drachenspucken. Die ist wirklich gut gemacht. Ihr habt das ja schon in den Inserts, heißt es Insert? Ja. Ihr habt das schon in den Inserts gesehen, das ist sensationell. Also ich finde die Verpackung wunderbar. Sie sieht aber nur also sie sieht nur wertig aus. Wenn man sie dann anfasst, merkt man schon, dass es ja... Ja, es ist also ein bisschen, genau, es ist halt eine reguläre Make-up Revolution Mascara, was aber jetzt nicht schlecht ist. Ich habe noch nie Mascara benutzt. Wie funktioniert das? Durchbürsten, vorsichtig durchbürsten. Ich habe Danny noch nie mit Mascara gesehen, wobei Danny auch eigentlich keine Mascara bräuchte, weil er schon so sehr, sehr lange Wimpern hat. Das ist ja immer das Unfaire. Okay, das war die Game of Thrones Kollektion. Wie hat sie dir gefallen? Fazit. Ich fand sie super. Also ich habe wirklich viel Spaß gehabt, einfach weil ich in meinem Kopf die Serie durchgehe, wenn ich mich mit den Farben schminke. Ich fand die Produkte sehr gut, sie haben sehr gut gehaftet, sie haben kaum geschmiert, beziehungsweise gar nicht so auf meine Haut. Ihr kennt das ja von mir, ich sehe mal aus wie ein überfahrener Waschbär, wenn ich mich schminke. Aber heute glaube ich, ist es wirklich gut geworden. Sie lassen sich gut auftragen. Ob der Preis gerechtfertigt ist, kann ich euch so nicht sagen, weil ich mich da nicht so auskenne. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ja, finde ich auch. Meine Lippen sind noch nicht ganz trocken. Ich muss sagen, es war in Ordnung. Ganz ehrlich, für dieses ganze Hin und Her kann weder Game of Thrones noch Revolution was. Nein. Das ist einfach Brexit-bedingt. Ist völlig in Ordnung. Ich empfehle euch, wenn ihr Revolution Limited Editions kauft, kauft sie ein bisschen später woanders. Dann spart ihr euch diesen Schnickschnack. Aber die Sachen waren wirklich gut. Also gerade dieser schwarze Liquid Eyeshadow war phänomenal. Und für den Preis ist das in Ordnung. Ich glaube, das ist so ein Sammlerding, aber ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ja, es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vergesst nicht das Gewinnspiel. Maxims und meinen Kanal abonnieren ist bei hier Maxim verlinkt. Und dann kommt ihr auf meinen Kanal und dort ist auch ein neues Video, wo ich Maxim geschminkt habe. Und dort müsst ihr die Emojis sehen und dann habt ihr die Möglichkeit, diese tolle Palette zu gewinnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch zu meiner Familie dann mit dazu gehört. Ich freue mich. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.